das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Abboud. Guten Abend. Heute ist im Deutschen Bundestag ein Gesetz krachend gescheitert, von dem der Kanzler, der Gesundheitsminister und auch viele Ministerpräsidenten der Meinung sind, damit hätten wir endlich die Corona-Pandemie überwinden können. Aber die allgemeine Impfpflicht ist abgelehnt worden. Und das, obwohl dieser Vorschlag schon ein Kompromiss war. Aber für eine Impfpflicht ab 60 Jahren fand sich unter den Abgeordneten keine Mehrheit. Wobei es schon bemerkenswert ist, dass ein anderer Antrag, der sich deutlich gegen eine Impfpflicht aussprach, eben auch keine Mehrheit bekam. Was schon ins Bild einer deutschen Corona-Politik passt, die oft als widersprüchlich kritisiert wird. Und vielleicht auch deshalb trat die Ampelkoalition heute alles andere als geschlossen auf. Daniel Pokracker. Für sie beide ist es eine Niederlage mit Ansage. Der Kanzler hatte im Herbst eine Impfpflicht bis spätestens März angekündigt. Doch den Großteil der FDP hatten Scholz und Lauterbach dabei nie an ihrer Seite. Der Kanzler ließ heute sogar die Außenministerin vom NATO-Treffen aus Brüssel einfliegen. Auf jede Stimme konnte es ankommen. Am Ende aber war das Nein zur Impfpflicht eindeutig. Mit Ja haben gestimmt 296. Mit Nein haben gestimmt 378. Nur bei der AfD Jubel über dieses Ergebnis. 2,5 Stunden vorher hatte Lauterbach noch einmal alles gegeben für eine Impfpflicht. Ohne drohe im Herbst unnötig viel Krankheit und Tod. Wollen wir uns daran gewöhnen, dass jeden Tag 200, 300 Menschen sterben? Und wollen wir uns erzählen, dass Einzelne Glück gehabt haben und davon ableiten, dass andere auf der Intensivstation liegen und um ihr Leben kämpfen? Die Debatte über eine Impfpflicht ab 60 lebhaft. Über 2 Stunden lang geht es hin und her. Hier und heute eine Impfpflicht zu einem festen Datum zu beschließen, ist der aktuellen Lage verfrüht und unverhältnismäßig. Wir haben den letzten und den vorletzten Corona-Herbst verschlafen. Wir waren nicht ordentlich vorbereitet. Impfungen dienen dem Selbstschutz und nicht dem Fremdschutz. Es darf nicht mehr sein, dass Tumorpatienten auf Operationen warten müssen. Ich werde mich auf keinen Fall impfen lassen. Das sage ich Ihnen wirklich. Dem Streit über die Sache folgt ein Streit über die Reihenfolge der Abstimmung. Denn es gibt insgesamt 4 Anträge. Die Ampel will über den Impfpflichtantrag zuletzt abstimmen lassen, in der Hoffnung, extra Stimmen einzusammeln, nachdem andere Anträge abgelehnt wurden. Ein Manöver, das auch an einer ungewöhnlichen Allianz aus Union und Linken scheitert. Wir haben eine lange parlamentarische Tradition, dass immer zunächst über den weitestgehenden Antrag abgestimmt wird. Das ist die übliche Praxis. Tun Sie doch nicht so, als ob das irgendwie anders wäre. Es geht hier darum, dass die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags sich nicht zu einer Abstimmungsreihenfolge im Deutschen Bundestag äußert und nichts festlegt. Die Abstimmung, die erste Niederlage des Tages für die Impfpflichtbefürworter. Über ihren Antrag wird als erstes abgestimmt. Kurz danach ist auch die Impfpflicht selbst abgelehnt. Am Nachmittag ein zerknirschter Karl Lauterbach, der nicht aufgibt. Diese Abstimmung ist nicht so ausgegangen, wie ich erhofft hatte. Wir haben die Abstimmung verloren. Ich war ein klarer Befürworter der Impfpflicht. Was bedeutet das jetzt? Ist die Impfpflicht vom Tisch oder nicht? Das ist sie nicht. Denn die Union ist bereit, nach dem Scheitern auch des eigenen Antrags noch einmal über ein gemeinsames Impfpflichtgesetz zu reden. Gut möglich also, dass wieder abgestimmt wird. Ja, die Impfpflicht ist also erstmal krachend gescheitert. Frau Piechotta, Sie sind Ärztin und haben als Abgeordnete der Bündnisgrünen heute im Bundestag mit abgestimmt. Sie sind für eine Impfpflicht. Wie enttäuscht sind Sie? Ich glaube, ich bin vor allen Dingen enttäuscht für meine vielen Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitswesen, die den heutigen Tag gar nicht anders verstehen können, als dass sie jetzt selber schauen müssen, wie sie auch durch den nächsten Corona-Herbst kommen. Und abgesehen von Corona-Boni wäre das mit die größte Entlastung gewesen für die vielen Beschäftigten im deutschen Gesundheitswesen, die man ihnen hätte geben können. Und dass das nicht gelungen ist, das ist ziemlich bitter. Aber hat das Parlament jetzt dazu beigetragen, die Pandemie zu verlängern?
Das Urteil darüber steht noch aus. Wir sind ja alle auch davon abhängig, welche Virusvarianten im Herbst auf uns zukommen, wie die Impfquoten vielleicht auch durch andere Faktoren noch gesteigert werden können und auch wie viele Menschen noch in unser Land kommen, die aktuell noch ungeimpft sind. Das sind unglaublich viele Faktoren, die mit reinspielen werden, wie lange diese Pandemie in diesem Land noch geht. Eine besser geschlossene Impflücke, gerade bei alten Menschen, die sehr oft mit einer Corona-Erkrankung ins Krankenhaus müssen, hätte es sehr viel unwahrscheinlicher gemacht, dass wir darauf hoffen müssen, dass wir wegen milder Varianten nicht nochmal einen schweren Corona-Herbst und schweren Corona-Winter haben. Aber lassen Sie uns kurz auf das Politische schauen. Das Scheitern der Anträge, es waren ja 4 Anträge für eine allgemeine Impfpflicht, ist ja ein Scheitern der Ampelkoalition. SPD, Grüne, FDP haben es nie geschafft, einen einheitlichen eigenen Gesetzesentwurf vorzulegen. Warum hat die FDP, die mehrheitlich gegen eine allgemeine Impfpflicht war, die Ampel so im Würgegriff? Ich glaube, dass das ja explizit das Thema war, was wir immer ausgeklammert haben. Da haben wir ziemlich früh schon im letzten Jahr gesagt, dass das kein Thema als Ampelkoalition ist, sondern ein Thema, das wir als Gewissensentscheidung freigeben. Und ich persönlich habe das auch immer befürwortet und verteidigt, weil hier tatsächlich ja sehr schwierige gesundheitliche Abwägungen getroffen werden. Wenn das keine ethische Frage wäre, und solche werden ja oft zur Gewissensentscheidung freigegeben, dann hätten wir wahrscheinlich bei dem Thema auch kein Votum des Ethikrats gehabt. Und dann hätten wir heute nicht gesehen, dass in vielen Fraktionen unterschiedliche Mitglieder dieser Fraktionen sehr unterschiedlich abgestimmt haben. Wenn wir alleine in die Linkspartei schauen oder wenn wir zum Beispiel auch in meine Partei schauen, da haben viele Menschen tatsächlich nach ihrem Gewissen entschieden und deswegen war das keine Entscheidung entlang von Fraktionen und deswegen auch nicht entlang von Ampel und Opposition. Aber war das vielleicht auch der Fehler, dass Bundeskanzler Olaf Scholz sozusagen den Abgeordneten es freigestellt hat und jeder für sich selbst entscheiden konnte? War das vielleicht der falsche Weg? Hinterher sind immer viele schlauer. Ich glaube, wenn man Entscheidungen in die Hand des Parlaments legt, das sage ich jetzt als Abgeordnete, bin immer ich erstmal froh, weil das natürlich dem Parlament auch mehr Bedeutung gibt und weil natürlich auch Abgeordnete sehr viel Zeit dann haben, ihre Entscheidungen zu begründen und einen guten Weg für sich zu finden. Und mehr Entscheidungen im Parlament und dann ja auch so lebhafte Debatten im Parlament, wie wir das heute gesehen haben, die können der Demokratie auch durchaus zuträglich sein. Und deswegen würde ich das so nicht bejahen, was Sie gerade gesagt haben. Jetzt bleibt es ja schlicht und einfach so, also jetzt geht es einfach so weiter, wie es ist. Es ändert sich nichts, aber mit dem Blick auf Herbst werden wir wahrscheinlich vielleicht feststellen, dass wieder eine neue Welle kommt oder die neue Infektionen wieder ansteigen. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Also Karl Lauterbach hat ja heute angekündigt, dass er versuchen will, nochmal einen Anlauf zu unternehmen. Ich kann mir persönlich schwer vorstellen, dass nach dem heutigen Tag sich nochmal jemand traut, mit einem neuen Vorstoß für eine erneute Impfpflicht in den Bundestag zu gehen. Da müsste schon sehr viel neues Vertrauen entstehen und sehr gute Gespräche die Grundlage dafür sein. Das sehe ich im Moment nicht. Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten wirklich enorme Kräfte da rein investiert. Wir haben unglaublich viele Debatten geführt. Wir haben mit fast jedem Abgeordneten geredet, den wir für Gespräche gewinnen konnten. Und nach so einem langen Prozess dieses Ergebnis zu haben, ich glaube, da sind sehr, sehr viele jetzt sehr vorsichtig, da nochmal einen neuen Anlauf zu wagen. Vielen Dank, Paula Pichotter von den Bündnis 90 Die Grünen, für das Gespräch. Die allgemeine Impfpflicht ist gescheitert. Dazu die Meinung von Hanni Hüsch aus unserem Hauptstadtstudio. Wie wird man einen solchen Tag erinnern? Feixende AfD, ein düpierter Kanzler, ein sorgenzerzauster Gesundheitsminister, Parlament, fatal. Alles nicht schön. Aber ich hoffe, wir müssen diesen Tag nicht irgendwann erinnern als den Tag, an dem das Elend so vieler begründet wurde. Chronisch Kranke, die sich weiter wegschließen, weil ihnen Ansteckung eine zu große Gefahr bedeutet. Ärztinnen und Pflegepersonal, das in die Knie geht, weil eine neue, fiese Corona-Welle über unser Land schwappt. Kinder, die zu Hause und Kneipen, die zubleiben. Lieder, die nicht gesungen sind. Läden, die schließen. Es war ja schon nicht mehr die große Keule, sondern die abgespeckte Variante, ein Impfpflichtchen für Leute Ü60, die sich so lange auf den Schutz durch die Gemeinschaft verlassen konnten und trotzdem impfmüde blieben. Nichts wird kommen, nur der Herbst und die Erkenntnis, dass die es im Bundestag versemmelt haben. Nix Sternstunde, albernes Gezänk, wer wann mit wem nicht gesprochen hat.
Dämmerstunde eines Kanzlers, der Führung versprach, sich aber wegduckte, hinter der Gewissensfrage verschanzte, um das zarte Ampelglück nicht zu gefährden. Dämmerstunde eines Oppositionschefs, dem die eigenen Leute auch nicht alle folgten, der aber aus purem Politkalkül alles platzen ließ. Da dämmert mir, dass wir es selber wuppen müssen. Also, Krone richten, Rücksicht nehmen, Maske auf. Und die Corona-Impfpflicht, die es nicht geben wird. Eines der Themen des Tages auch im ARD-Deutschland-Trend. Claudia Müller in Köln. Wie denken die Deutschen darüber? Ja, die Deutschen hätten sich ein anderes Abstimmungsergebnis gewünscht. Zumindest, ich muss es ein bisschen einschränken, wir haben ja von Montag bis Mittwoch gefragt und wir haben natürlich die Dinge abgefragt, die am Montag in der Diskussion waren. Und da zeigt sich, für eine Impfpflicht für alle Erwachsene haben sich 46% ausgesprochen, für eine Impfpflicht ab 50 Jahren 13% und gegen eine Impfpflicht sind aktuell 37%. Es zeigt sich aber, für eine Impfpflicht ist eben eine Mehrheit, auch wenn es die jetzt eben vorerst nicht geben wird. Und auch der Blick auf die generellen Corona-Maßnahmen bzw. eben die Aufhebung dergleichen, der ist ein kritischer. Denn aktuell sagen 40%, die Aufhebung der bundesweiten Beschränkungen, die finde ich richtig. Aber eine Mehrheit von 57% sagt, diese Aufhebungen finde ich falsch. Und auch die Maske ist ja kein Muss mehr. Aber auch da sagt die Mehrheit in Deutschland, die möchte ich freiwillig weitertragen. 53% sagt, das möchte ich auf jeden Fall tun. 24% sagen, ich werde das wahrscheinlich weitermachen. Und jeweils 11% sagen, ich werde das eher nicht oder auf gar keinen Fall machen. Also die Maske, die bleibt uns im öffentlichen Bild weiter erhalten. Vielen Dank, Claudia Müller. Wir sprechen uns gleich noch einmal wieder. Bis gleich. Wenden wir uns dem Krieg in der Ukraine zu, wo die russische Armee offenbar eine Großoffensive vorbereitet, um besonders im Donbass weitere Gebiete unter ihre Kontrolle zu bringen und so einen immer größeren Teil des Ostens zu beherrschen. Die ukrainische Regierung befürchtet dort die Einkesselung von Städten. Abgezogen sind die russischen Truppen inzwischen aus der Gegend um die Hauptstadt Kiew. Ganz in der Nähe in Butscha wurden Zivilisten Opfer von Gräueltaten, die jetzt untersucht werden. Georg Restle berichtet nun aus Borodjanka, einem Ort unweit von Butscha. Dorthin kehrten die ersten Bewohner zurück. Aufräumarbeiten nach dem Terror eines grausamen Krieges. Ein ganzes Hochhaus in Schutt und Asche. So wie hier in Borodjanka sieht es überall aus in den Vororten Kiews. In den Überresten finden die Feuerwehrleute noch die Leichen derer, die ihren Heimatort, ihre Wohnung nicht verlassen wollten. Über 3 Wochen lang tobte hier der Krieg. Jetzt sollen seine Spuren langsam beseitigt werden. Anja ist mit ihrer Tochter Sophia zurückgekehrt in den Ort, in dem sie mit ihrer Familie glücklich werden wollte. Hier hatten sie gelebt. Hier hatten sie sich eine Wohnung gekauft. Hier ging Sophia zur Schule. Mein Haus ist total zerstört, erzählt sie. Nichts davon ist übrig geblieben. Nur den Kinderwagen meines 3-jährigen Sohnes habe ich unversehrt aus den Trümmern bergen können. Wenigstens das, das hat mich so glücklich gemacht. Dann zeigt sie uns ihr Haus, in dem sie die letzten 5 Jahre gelebt hat. Jetzt ist es völlig ausgebrannt. Oben im 5. Stock hätten sie gewohnt, sagt sie. Der Balkon sei ihr kleines Juwel gewesen. Der Krieg Putins sei ein Krieg gegen Familien wie ihre. Und so etwas anzutun und dann zu sagen, sie müssten uns befreien. Sie haben uns nicht befreit. Sie haben getötet, sie haben gewütet und alles zerstört, was wir in den letzten Jahren hier aufgebaut haben. Jetzt will sie sich ein neues Haus bauen, sagt sie. Das sei ihr Sieg gegen Putin. Auch andere kehren jetzt zurück, um zu bleiben. Ljuba ist zurückgekehrt in ihre Wohnung in Borodjanka, die sie 4 Wochen lang nicht mehr gesehen hat. Wie schön, dass ihr alle noch da seid, begrüßt sie ihre Nachbarn. Und schauen Sie mal, alle unsere 20 Katzen sind auch noch da. Ihnen konnte der Krieg nichts anhaben. Alle haben überlebt.
Das ist so furchtbar für alle unsere Leute, die hier durch die Angriffe gestorben sind. Aber wir schaffen das schon, Herr Nachbar, oder? Ich habe jetzt einen Monat lang geweint, aber heute habe ich damit aufgehört. Und noch jemand war heute hier unterwegs. Die Generalstaatsanwältin Venediktova, sie untersucht die Kriegsverbrechen von Butscha und auch hier in Borodjanka. Schauen Sie hier, Streubomben. Der gezielte Krieg gegen die Zivilbevölkerung sei ein Kriegsverbrechen. Sie kamen in unsere Städte, um Zivilisten zu töten. Hier gibt es ja überhaupt keine militärischen Ziele, die man hätte angreifen können. Die Aufräumarbeiten in Borodjanka gehen weiter. Es soll ein Zeichen der Hoffnung sein für alle, die hier überlebt haben. Oliver Meyer-Rüth ist im Osten der Ukraine in Poltawa. Sie waren heute auch im 140 Kilometer entfernten Charkiw. Was haben Sie dort erlebt? Wir waren im Zentrum von Charkiw auf einem Hügel. Von dort aus kann man ganz gut diesen Bezirk sehen im Nordosten der Stadt, der immer wieder beschossen wurde. Der wurde auch heute immer wieder beschossen. Fast im Minutentakt haben wir Detonationen gehört. Wir haben auch diese schwarzen Rauchsäulen immer wieder gesehen. Das war ungefähr 5 Kilometer von uns. Wir haben mit Anwohnern dort gesprochen, mit einem Mann und einer Frau. Sie haben uns gesagt, auch in der letzten Nacht wurde ständig geschossen. Ständig hätte man Detonationen gehört. Die Frau hat gesagt, sie hatte fürchterliche Angst. Die Stadt selber wirkt ja ein bisschen wie ausgestorben. Man sieht kaum Fußgänger auf der Straße, wenig Autos. Was wir gesehen haben, war an einer Stelle eine große Menschenschlange. Die Menschen haben gewartet auf Lebensmittelpakete, Hilfslieferungen. Und manche haben uns auch angesprochen, ob wir nicht ein wenig Geld für sie haben. Also die Versorgungslage ist dort äußerst schwierig, ebenso wie auch die Sicherheitslage. Ich kann mir vorstellen, dass einige von den Menschen gerne die Stadt verlassen würden. Wir haben eben heute die Stadt verlassen, um heute Nacht hier in Poltawa zu verbringen. Wir konnten in Sicherheit kommen. Gibt es denn aktuell Hinweise auf eine Offensive der russischen Truppen? Also ob das jetzt schon die Offensive ist, das kann ich nicht sagen. Was man sagen kann, ist, dass die Frequenz dieser Angriffe nach oben geht. Was ich mich heute gefragt habe, ist, wie eigentlich die russische Armee diese Stadt einnehmen will. Es ist eine riesengroße Stadt, die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Die erstreckt sich über eine Riesenfläche. Und wenn man sich überlegt, wie lange es schon dauert in Mariupol, wie lange da schon diese Kämpfe anhalten, das würde hier in Charkiw, eben in der Stadt Charkiw, wo ich heute war, noch viel, viel länger dauern. Und das ukrainische Militär wird sicherlich alles dafür tun, dass die russische Armee dort nicht erfolgreich ist. Also ich kann mir vorstellen, das würde Monate dauern. Vielen Dank, Oliver Meyer-Rüth nach Poltawa. Die EU-Staaten haben unterdessen neue Sanktionen gegen Russland auf den Weg gebracht. Diese beinhalten auch ein Kohleembargo. Die NATO hatte noch vor kurzem ausgeschlossen, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Nun soll das Land offenbar auch Kampfpanzer bekommen. Man intensiviere die Waffenlieferungen, hieß es heute nach einem Treffen der Außenminister der NATO-Staaten, an dem auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba teilnahm. Der zeigte sich vorsichtig optimistisch, wie er sagte, dass die Waffen nun kommen würden. Erklärte aber gleichzeitig, wenn das nicht schnell genug geschehe, dann sei es zu spät. Unterstützt Deutschland die Ukraine genug? Mit diesem Thema beschäftigt sich auch der aktuelle ARD-Deutschland-Trend. Claudia Müller in Köln, wie blicken die Deutschen auf diesen Krieg, der nun schon seit 6 Wochen andauert? Ja, mit jedem Tag wird das Leid der Menschen in der Ukraine größer und auch sichtbarer. Denken wir nur an die Bilder aus Butscha. Und vor diesem Hintergrund ist es vielleicht auch zu erklären, dass die Deutschen mittlerweile skeptischer auf die Bundesregierung schauen. Denn aktuell sagen 37%, sie finden die Reaktion der Bundesregierung auf den Ukraine-Krieg angemessen. Minus 16 Punkte im Vergleich zu Anfang März. Und dafür sagen 45%, mir gehen die Reaktionen nicht weit genug. Plus 18 und 11% sagen aktuell, ihnen geht das Ganze zu weit. Da muss man natürlich sagen, es sind natürlich weiterhin politische Maßnahmen im Gespräch. Es geht weiter. Unter anderem zum Beispiel geht es ja um ein mögliches Kohleembargo gegen Russland.
Ja, ein Importstopp von Kohle wäre das eine, aber auf russisches Öl und Gas sofort verzichten, das lehnt die Bundesregierung bisher ab. Wie wird das in der Bevölkerung gesehen? Diese Frage, da sehen wir ein geteiltes Bild in der deutschen Bevölkerung. Aktuell sagen 50%, sie würden einen sofortigen Einfuhrstopp von russischem Gas und Öl unterstützen, auch wenn dann die Preise steigen würden oder wenn es vielleicht Energieengpässe gäbe. Aber 42% sagen eben auch, sie sehen das kritisch, sie würden das nicht unterstützen. Also hier wirklich ein geteiltes Meinungsbild. Nun gibt es ja auch einige Maßnahmen, die schon initiiert wurden, damit Deutschland unabhängiger wird von russischer Energie. Zum Beispiel sollen die erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Da sagen aktuell 87%, das halte ich für den richtigen Weg. Außerdem geht es um Öl- und Gaseinfuhr aus Katar und Saudi-Arabien. Da auch 58%, also eine Mehrheit mit Zustimmung. Etwas kritischer wird es bei der Idee, Fracking-Gas aus den USA in die EU zu importieren. Da sind aktuell 41% der Deutschen dafür. Und der Minister, der zumindest einige dieser Maßnahmen initiiert hat, das ist Robert Habeck. Und für den haben wir im Deutschlandtrend diesen Monat einen Bestwert gemessen. Aktuell sind nämlich 54% der Deutschen, eine Mehrheit, mit seiner Arbeit zufrieden, plus 7 im Vergleich zu März. Annalena Baerbock mit ähnlichen Werten, 53% Zufriedenheit. Dagegen bei Olaf Scholz sind zwar noch eine Mehrheit der Deutschen zufrieden, aber er muss Verluste hinnehmen. Und noch deutlicher sehen wir das bei Christian Lindner, dem Finanzminister, 39%, nur noch zufrieden, minus 10 Punkte. Und alle Zahlen und Analysen zu diesem Deutschlandtrend finden Sie wie immer unter tagesschau.de. Vielen Dank, Claudia Müller. Danke nach Hamburg. Gut 300.000 Menschen aus der Ukraine sind mittlerweile offiziell in Deutschland. Es dürften allerdings weit mehr sein, die vor dem Krieg hierher geflohen sind. Und auch wenn die Bereitschaft, ihnen zu helfen, enorm groß ist, diskutiert die Politik energisch über die Frage, wer das bezahlen soll. Die Bundesländer haben bislang Geld gegeben und betrachten das als Vorleistung, die sie nun vom Bund zurückhaben wollen. Der soll sich künftig gebührend beteiligen. In Berlin kamen heute der Bundeskanzler und die Ministerpräsidenten zusammen, um sich zu einigen. Das allerdings scheint äußerst schwierig zu sein. Nicole Konert und Stefan Mayer. Ihr ganzes Leben musste Anastasia zurücklassen in der Ukraine. Ihren Vater, ihren Bruder, ihre Freunde. Nur mit ihrer Mutter ist sie hierher geflohen ins schwäbische Meinhard und ist jetzt in der 9. Klasse. Am 24. Februar bin ich um 5 Uhr morgens aufgewacht durch den Krach von Bomben. Die ganze Familie geriet in Panik und wir flohen. Zwar spricht Anastasia gut Englisch, aber kein Wort Deutsch. Ihr helfen Mitschülerinnen, die Russisch können. Seit Wochen hilft die Kommune, wo sie kann, mit Spenden. Die evangelische Gemeinde hat mit VW-Bussen Geflüchtete von der ukrainischen Grenze hierher gebracht. Bürgermeister Komor ist stolz darüber, aber Unterbringung, Schul- und Kita-Plätze kosten viel Geld. Wir müssen Räume schaffen, wir müssen Personal gewinnen. Und das sind die Herausforderungen, die jetzt, sage ich mal, einfach zusätzlich noch durch die Flüchtlinge kommen. Und da brauchen wir die große Unterstützung des Landes und des Bundes. Wer die Kosten für Geflüchtete übernimmt und welche Leistungen sie tatsächlich bekommen sollen, darüber ein stundenlanger und heftiger Streit am Abend zwischen Bund und Länder. Im Vorfeld poltert der Ministerpräsident Söder, der Bund sollte wieder mit den Ländern zusammenarbeiten. Eine gerechte Verteilung müsse her. Viele Länder wie Sachsen fordern auch eine Pauschale pro Geflüchtete. Wir haben ja eine Zusage gegeben für die sächsischen Kommunen, das ist auch wichtig. Und jetzt muss der Bund seine Zusage halten. Das ist ein anstrengender Prozess. Die Antwort vom Bund bis vor wenigen Minuten? Erstmal keine. Es geht um Geld für Anastasia, zum Beispiel für ihren Platz an der Schule. Ich bin den Deutschen dankbar, dass sie uns Ukrainern helfen, aber es ist nicht meine Heimat. Ich vermisse meine Heimat sehr. Jeden Tag denkt sie daran, wann sie wieder zurück kann. Nicole Konert beobachtet für uns das Treffen in Berlin. Man wollte ja längst fertig sein. Woran hängt es denn?
Ja, man sei auf der Zielgeraden bei der Einigung, so hören wir hier, aber und man wollte auch längst fertig sein, aber es hängt einfach am Geld und zwar an viel Geld und Geld für die Unterbringung von Geflüchteten, um Plätze, die bezahlt werden müssen für die Schulen, für Kitas, für Essen, um viele Sozialkosten. Es geht darum, welche Sozialleistungen bekommen denn eigentlich Geflüchtete, die arbeiten wollen und arbeitssuchend sind. Also werden sie Geflüchtete Geld bekommen aus dem Sozialgesetz, Buch 2, also wie Hartz IV oder aus dem Asylerwerberleistungsgesetz, das wäre dann weniger. Je nachdem, welche Leistung das wäre, würde es das Sozialamt zahlen, es wären dann die Kommunen oder das Jobcenter, das müsste dann der Bund bezahlen. Also da gibt es sehr viele Knackpunkte und es wurde auch diskutiert über Pauschalen, da hatten die Kommunen auch ausgerechnet, zwischen 1.000 und 1.400 Euro Pauschale pro Geflüchtete hätten sie ganz gerne. Der Bund hatte da aber wohl sehr, sehr niedrigere Zahlen angesetzt und gesagt, es sei viel zu viel. Also es wird da sehr, sehr viel gerungen und am Ende ist es so, dass die Kommunen einfach nicht auf den Kosten sitzen bleiben wollen, die Länder sich für die Kommunen einsetzen und der Bund nicht alles zahlen möchte und da wird man jetzt einen Kompromiss finden müssen, das dauert sehr, sehr lange, aber am Ende möchte eigentlich keiner dastehen und sagen, wir haben nicht genug Geld für Geflüchtete und wir können uns das nicht leisten. Vielen Dank, Nicole Kunert nach Berlin. Und wir kommen noch einmal zurück zum russischen Angriff auf die Ukraine. Weitere Nachrichten mit Julia Niharikasin. Die Vereinten Nationen haben die Mitgliedschaft Russlands im UN-Menschenrechtsrat ausgesetzt. Die Vollversammlung nahm am Abend mit der nötigen Zweidrittelmehrheit eine entsprechende Resolution an. Das russische Außenministerium verurteilte die Entscheidung als politisch motiviert und kündigte an, die Mitgliedschaft selbst vorzeitig zu beenden. Hintergrund für die Abstimmung in der UN-Vollversammlung sind die zahlreichen Hinweise auf Kriegsverbrechen russischer Truppen in der Ukraine. Der UN-Menschenrechtsrat ist das Hauptforum der Vereinten Nationen für Menschenrechtsverletzungen in Konflikten weltweit. In der israelischen Großstadt Tel Aviv sind am Abend bei einem Anschlag zwei Menschen getötet und mindestens 8 weitere verletzt worden. Laut Polizei hatte ein Attentäter in einem beliebten Kneipenviertel das Feuer eröffnet. Hunderte Sicherheitskräfte suchen nach dem Täter. Anwohner wurden aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen. In den vergangenen 2 Wochen waren in Israel bei einer Anschlagsserie 11 Menschen getötet worden. Die Umweltministerin von Nordrhein-Westfalen, Heinen Esser, hat gut 5 Wochen vor der Landtagswahl ihren Rücktritt angekündigt. Die CDU-Politikerin reagierte damit auf heftige Kritik an ihrem Verhalten während der Hochwasserkatastrophe im vergangenen Sommer. Heinen Esser hatte damals ihren Mallorca-Urlaub kurz unterbrochen, war dann aber zurückgereist. Im Untersuchungsausschuss des Düsseldorfer Landtages hatte sie zunächst ausgesagt, sie habe 4 Tage auf der Ferieninsel verbracht. Nun wurde bekannt, dass es 9 Tage waren. Zudem hatte sie dort mit weiteren Kabinettsmitgliedern eine Party gefeiert. Durch die Flut starben allein in Nordrhein-Westfalen 49 Menschen. Die 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau gibt es ab sofort mit ukrainischen und russischen Untertiteln. Nach der Live-Ausgabe werden die Meldungen und Beitragstexte übersetzt und anschließend als untertitelte Sendung in der ARD-Mediathek, auf tagesschau.de und auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau angeboten. Die ARD hat angesichts des Ukraine-Krieges ihr Informationsangebot weiter ausgebaut. Das World Press Photo, also das eindrucksvollste Pressefoto des Jahres, kommt aus Kanada. Rote Kleider an Kreuzen erinnern an ein Massengrab mit den Leichen von 215 indigenen Kindern im Bundesstaat British Columbia. Der Fund mehrerer solcher Gräber im Sommer 2021 hatte Kanada zutiefst erschüttert. Jahrzehntelang waren Kinder von Ureinwohnern zwangsweise in Heimen untergebracht worden. Oftmals wurden sie dort misshandelt, missbraucht und vernachlässigt. Mindestens 4.000 Kinder starben. In Washington wurde heute ein politisches Versprechen eingelöst. Im Wahlkampf hatte der jetzige US-Präsident Joe Biden erklärt, im Falle seines Sieges erstmals eine schwarze Frau als Richterin für das oberste Gericht der USA zu nominieren. Und Ketanji Brown Jackson wird im Supreme Court sitzen, bestätigte heute der Senat. Eine historische Entscheidung, denn eine schwarze Verfassungsrichterin gab es in der 233-jährigen Geschichte des Gerichts noch nicht. Für sie stimmten heute auch Republikaner. Claudia Buckenmeier.
Gebannt verfolgen US-Präsident Biden und die von ihm nominierte Ketanji Brown Jackson im Weißen Haus die Abstimmung im Senat. Nur Fotografen dürfen diesen Moment festhalten. Ein politischer Erfolg für Biden, der Brown Jackson als eine der klügsten Juristinnen der USA bezeichnet hat. 53 Ja, 47 Nein-Stimmen. Die Nominierung ist bestätigt. Drei republikanische Senatoren stellen sich an die Seite der Demokraten. Deren Jubel ist groß. Eine historische Entscheidung, finden sie. Anders die Mehrheit der Republikaner. Ihr Vorwurf, Jackson sei viel zu nachsichtig gegenüber Kriminellen. Von Fall zu Fall, ob es um Drogen, Kriminalität an der Grenze, Kindesmissbrauch ging, Richterin Jackson handelte nicht im Interesse der öffentlichen Sicherheit und unschuldiger Opfer, sondern verfolgte ihre Leidenschaft, niedrige Strafen zu verhängen. Brown Jackson hat in Harvard studiert, war Richterin, hat aber auch 2,5 Jahre als Pflichtverteidigerin gearbeitet. Eine Erfahrung, die außer ihr bisher niemand am Supreme Court hat. Wir sind stolz darauf. Sie verbessert so die Fähigkeit des obersten Gerichts, eine grundlegende Wahrheit unseres Landes zu bewahren, dass alle vor dem Gesetz die gleiche Gerechtigkeit verdienen, von den Privilegierten bis zu den Ärmsten. Dass künftig mit Brown Jackson, die erste Afroamerikanerin am obersten Gericht, Recht sprechen wird, ist vor allem für die schwarze Bevölkerung ein ersehntes Signal. Ein Moment wie dieser erinnert uns daran, wie viel wir noch erreichen können. Dieser Tag ist so historisch und so wichtig. Im Sommer wird Ketanji Brown Jackson ihren Platz im obersten Gericht einnehmen, mit dem Ende der laufenden Sitzungsperiode. Dann bleibt uns noch aufs Wetter zu schauen. Carsten, wie wird denn das Wochenende? Das Wochenende, das bringt ziemlich viele Facetten zum Vorschein. Ich glaube, viele Menschen, die am Samstagmorgen wach werden, werden ihren Augen kaum trauen. Denn die erste Karte zeigt es, in diesen Gebieten, die wir hier so türkis eingefärbt haben, da wird es am Samstagmorgen weiß sein. Da gibt es eine Schneedecke und das im April, denn hier fließt kältere Luft zusammen. Aus Regen wird Schnee in der Nacht zum Samstag, aber dieser Schnee verschwindet wieder. Und wir werden das Wochenende auf jeden Fall mit ganz anderen Temperaturen verlassen. In Richtung Frühling werden wir dann schauen, doch dazu gleich mehr. Erstmal müssen wir aktuell aufs Wetter schauen und diese aktuellen Schauer, die wir hier vor allem in der norddeutschen Tiefebene haben, auch immer noch mit Blitz und Donner und auch im Süden, gehen noch immer einher mit zum Teil schweren Sturmböen. Auf den Bergen, vor allem am Alpenrand, gibt es aktuell auch immer noch Orkanböen. Aber im Verlauf der zweiten Nachthälfte wird sich das Wetter beruhigen. Die Schauer ziehen hier im Norden nach Osten ab. Und dann passiert morgen etwas anderes. Das nächste kleine Randtief, ein nächstes kleines Sturmtief, kommt hier mit vielen Wolken in den Südwesten herein und mit kräftigem Dauerregen, vor allem so von der Pfalz im Saarland bis nach Baden-Württemberg, zum Teil mit Blitz und Donner. Ab morgen Nachmittag zum Abend fängt dann es an, dieser Regen in Schnee umzuschlagen, und zwar in den Mittelgebirgen, vom Hunsrück und der Eifel bis rüber zum Thüringer Wald und zum Erzgebirge. Da merkt man dann schon die kältere Luft. In der Nacht zum Samstag bei Sturmböen, vor allem am Alpenrand auch, da wird dann das Ganze auch in Baden-Württemberg und Bayern immer mehr in Form von Schnee fallen. Die Temperaturen, jetzt sind wir aber noch mal beim Freitag, die Temperaturen morgen früh auf den Mittelgebirgsbergen wie auf dem Kahlen Asten -1 Grad, sonst 3 bis 8 Grad. Tagsüber dort, wo es am kräftigsten regnet, zum Beispiel von Trier über Frankfurt bis nach Hof, da wo auch die Schneefallgrenze nicht weit ist, nur 3 bis 5 Grad plus. Im Norden sind es 9 bis 10 Grad, im Süden ist es mit bis zu 14 Grad etwas wärmer. Dann kommt der Samstag selbst. Nach diesem kurzen morgendlichen Schneeintermezzo tagsüber Aprilwetter mit allem, was dazugehört. Und am Sonntag nur noch im Nordosten ein paar Schauer, im Südwesten deutlich mehr Sonnenschein und mit bis zu 14 Grad riecht es langsam nach Frühling. Das klingt gut. Vielen Dank, Carsten, für die Aussichten. Und das waren die Tagesthemen am Donnerstag. Vielen Dank für Ihr Interesse. Hier geht es weiter mit Satire und Dieter Nuhr. Und das Nachtmagazin mit Anna Planken meldet sich dann um 0:20 Uhr. Und morgen Abend sind wir wieder für Sie da. Tschüss.